Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir, alle Fraktionen dieses Hauses, haben kürzlich eine Erklärung verabschiedet, in der wir uns zum Schutz von Flüchtlingen bekannt haben. Viele von uns haben an der Demonstration gegen Rassismus und für den Schutz von Flüchtlingen teilgenommen und werden auch an vielen Demonstrationen in den nächsten Tagen und Wochen teilnehmen. Am vergangenen Donnerstag hat der ehemalige regierende Bürgermeister Klaus Vorbereit auf dem Festtag zum 20-jährigen Bestehen des Anne-Frank-Zentrums sich zum Schutz von Flüchtlingen bekannt und das tolerante Berlin ausgerufen. Wenn es aber um die Praxis geht, gilt für den Berliner Senat offensichtlich der Spruch: Papier ist geduldig. 6 Monate darf ein Bundesland einen Abschiebestopp verhängen, gemäß § 60a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes darf die oberste Landesbehörde aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen, ich wiederhole, oder aus humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland anordnen, dass die Abschiebung von Ausländern aus bestimmten Staaten oder von in sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen allgemein oder in bestimmte Staaten für längstens 6 Monate ausgesetzt wird. Andere Bundesländer machen sowas, sehr geehrte Damen und Herren, zum Beispiel Schleswig-Holstein. In Thüringen war es die erste Amtshandlung des neuen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, einen Winterabschiebestopp zu erlassen. Darunter fallen die Balkanländer, die Russische Föderation, die Ukraine, Armenien, Aserbaidschan, Irak, Iran, die Türkei und Pakistan, aber auch Afghanistan. Denn trotz aller Schönfärberei, etwa im entsprechenden Fortschrittsbericht der Bundesregierung, ist in Afghanistan getrost von einer Kriegssituation auszugehen. Die Lage von Angehörigen von schutzbedürftigen Minderheiten wie Roma, Aschgali, Ägypter und Goran in den Balkanstaaten hat sich nun nicht dadurch gebessert, weil die CDU-CSU-SPD-Koalition diese Staaten per Gesetz zu sogenannten sicheren Herkunftsstaaten erklärt hat. Sie werden dort weiterhin schikaniert und diskriminiert. Diesen Menschen wird in ihren Herkunftsländern zum Teil systematisch der Zugang zu Wohnraum, Schulbildung und Krankenversorgung oder auch die Registrierung als Arbeitssuchende vermehrt. Hinzu kommen problematische Witterungs- und Unterkunftsbedingungen, die einen besseren Schutz begründen. Wir sind grundsätzlich dagegen, Menschen in solche Verhältnisse abzuschieben. Aber im Winter, ja, sehr geehrte Damen und Herren, aber im Winter sind die Auswirkungen von Ausgrenzung, Obdachlosigkeit und fehlender staatlicher Unterstützung besonders extrem. Wir müssen auch über eine weitere Gruppe reden, die eines Abschiebeschutzes bedarf. Das sind diejenigen aus den Ebola-Ländern. Mehrere Bundesländer, darunter Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Hamburg, haben die Abschiebungen nach Liberia, Sierra Leone, Guinea, Nigeria und in den Senegal ausgesetzt. In Westafrika sind laut WHO bereits mehr als 5000 Menschen der Ebola-Epidemie zum Opfer gefallen. Sogar das Bundesinnenministerium hält den Verzicht einiger Länder auf Abschiebungen nach Westafrika wegen des Gesundheitsrisikos für angemessen. Meine Damen und Herren, wir haben hier auf Landesebene die Möglichkeit, einen Schritt zu einer humanitären Asylpolitik zu tun. Der Innensenator will das nicht. Er will die Menschen anscheinend so schnell wie möglich loswerden, egal was ihnen im Herkunftsland droht. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalitionsfraktionen, es hilft niemandem, immer wieder in Sonntagsreden
das tolerante und weltoffene Berlin zu beschwören. Man muss dann auch mal praktisch was machen. Und hier erwarte ich, insbesondere von der SPD, dass sie sich hier bekennt. Sollen die Äußerungen von Herrn Wowereit nur warme Worte sein oder wollen sie wirklich etwas für die Menschen tun? Bodo Ramelow hat es vorgemacht, meine Damen und Herren. Und wenn Herr Regierender Bürgermeister Müller unsere gemeinsame Erklärung im Abgeordnetenhaus ernst nehmen soll und wenn er die Worte seines Vorgängers ernst nimmt, dann sollte er seine Amtszeit mit dieser dringend notwendigen humanitären Geste beginnen. Herzlichen Dank.